Im passenden Ambiente eines Weingutes im Weinviertel wurde die 11. Auflage des begehrten Jungwinzerinnenkalenders vorgestellt. Und auch heuer konnte man jede Menge hübsche Weinbäuerinnen für das Projekt begeistern. Warum man allerdings zwei Köche als Paten für den begehrten Wandschmuck ausgewählt hat? Schauen Sie an. Erstens einmal das und zweitens einmal war es ein ganz kurzes Gespräch mit Hermann Haller, mit dem Landtagsabgeordneten, der zu uns sagt: Burschen, wie schaut es aus? Ihr kocht es gut, ich hätte da fesche Mädels, die Winzerinnen sind. Machen wir gemeinsam einen Kalender oder beziehungsweise seid ihr Paten bei unserem Kalender, bei unserem Projekt? Haben wir gesagt: Ja, ist überhaupt kein Problem. Ich habe den Alexander angerufen, das war in 5 Sekunden abgekanzelt. Aber es gibt schierere Patenschaften, das sage ich offen und ehrlich. Aber jetzt haben wir ein bisschen Stress, weil jetzt müsst ihr dann zuschauen, jetzt fahren wir da mit dem schieren Auto, mit den schieren Madeln am Weingarten. Und was gibt Schönes? Gar nichts. Zwischen den Reben fielen dann auch gleich die Hüllen. In knapper Unterwäsche posierten die Kalendergirls für die anwesende Presse. Wie und wer die heurige Auswahl getroffen hat? Die Mädels, die melden sich großteils selber bei mir und werden mir teilweise empfohlen oder teilweise entdecke ich sie selber, weil es ist halt doch eine gute Werbung für die österreichischen Weinbaubetriebe und daher wird es eigentlich immer leichter, die Mädels zu finden. Das Shooting war für die meisten Mädchen eine Premiere. Es ist das erste Mal, wo ich das mache, aber der Fotograf hat das super gemeistert und ich hoffe, die Fotos sind gut geworden. Es war super, es war kalt, es war eine neue Erfahrung im Weinkeller in unserem eigenen Gut, ein Foto zu machen, aber es war eine super spannende Sache. Und war eine interessante Erfahrung. Am Anfang war ich doch ein bisschen nervös, aber dann ist es gleich weggegangen. Das Aufregendste war wohl, kurz bevor man eintrifft, was erwartet einen, wie wird man geschminkt, wie hat man die Haare. Diese ganzen Fragen, mit denen sich halt hauptsächlich Frauen immer beschäftigen. Ne? Schau ja gut aus, wie schaut der Hintern aus, wie schaut die Schultern aus. Scheu, sich in Unterwäsche in Szene zu setzen, hatten die Nachwuchsmodels jedenfalls keine. Sehr zum Gefallen der anwesenden Männer. Wir finden, das Projekt ist dadurch, dass es jung ist, erfolgreich ist und auch ein bisschen sexy aufbereitet ist, eine ideale Kombination, um österreichischen Wein, Fremdenverkehr, ein bisschen Touristik, Genuss, natürlich nette Mädchen miteinander zu verbinden. Ich bin sprachlos. So schöne Umgebung. Ein Andi da und die Damen natürlich, die schauen so gut aus. Wir haben in Tirol schöne Madeln, aber wir haben leider keine Winzerinnen und deswegen sind wir da. Das ist das erste Mal, dass ich in einem Weingarten stehe. Jetzt bin ich ganz ehrlich und weiß nicht, welche Trauben und wie viele Trauben oben hängen auf den Rebstöcken. Aber ich glaube, das ist verständlich.